Herzlich willkommen. Wir versuchen, unseren Vortrag so knackig wie möglich zu halten. Wir haben ganz viel, was wir euch zeigen wollen. Wir haben auch kleine Übungen mit eingebaut. Wir haben euch ganz viele Dinge hier kredenzt, zu denen sagen wir noch was. Und um einzusteigen, wir sind Turboflip. Hallo. Also ein Teil davon. Wir sind quasi. Hallo. Genau, wir sind ein Kollektiv aus verschiedenen Köpfen, die sich im Zusammenhang eines Projekts zusammengefunden haben. Dieses Projekt hat dort stattgefunden. Das ist die Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Das ist ein sehr spannender Ort mitten im Zentrum. Du arbeitest da. Genau, ich bin Lena Seig. Ich leite da die Vermittlungsabteilung. Wer bist du? Stell dich nochmal vor. Ach so, mein Name ist Tristan Schulze. Ich bin Künstler, Designer, Entwickler. Ja, ich bin Wenzel Reichmuth. Ich bin Elektrotechnikentwickler und Firmenentwickler. Ja, hi, ich bin Franziska Kinder und ich bin Studentin in Multimedia Design im Masterstudiengang. Fantastisch. Wir haben jetzt so drei tolle Begriffe: Digitalisierung, Museum und Nachhaltigkeit. Das sind eigentlich die Dinge, die in dem Projekt zusammengebracht werden sollten. Da unten sind die Auftraggeber oder eigentlich mehr oder weniger der Kontext auch zusammengefasst. Wir haben Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Museum. Wie kann das denn irgendwie zusammenkommen? Wir haben uns dann in diesem Zusammenhang überlegt, wir zeichnen mal einen Rahmen. Ja? Und der Rahmen ist in unserem Fall der Projekttitel Digit, also eigentlich eine Fragestellung, und der Untertitel Prototypen fürs Museum. Also das heißt, ein prototypisches Vorangehen. Ja? Es kann etwas Fertiges entstehen, muss aber nichts Fertiges entstehen. Genau, und wir haben 12 Monate Zeit gehabt, Dinge zu entwickeln. Das war ganz spannend. Und was passiert ist, natürlich das allererste Fail. Wir sind an ganz vielen Punkten gescheitert. Also das geht davon, dass wir erstmal überlegen mussten, was machen wir jetzt eigentlich? Wie bringen wir denn jetzt Nachhaltigkeit ins Museum? Digitalisierung, hä? Leute finden, großes Problem. Wenn man aus einer Kulturinstitution ein Projekt initiiert, dann bedeutet das irgendwie, wir müssen Leute von externen irgendwie da zusammenbringen. Die Leute zu finden, die auch Zeit haben, die für das Geld das und das machen, ein Riesending. So. Missverständnisse innerhalb des Museums, Zuständigkeiten und so weiter. Ich will euch damit jetzt nicht zu sehr behelligen, aber wir hatten auch Corona. Das sind alles so Dinge, die passiert sind. Was ich damit sagen will, ist, das Scheitern ist ein Teil des Projektes und wir haben das quasi zu unserer Superpower gemacht. Werde schon sehen. Der erste Schritt war eine Bestandsaufnahme. Also sprich, was verbrauchen wir an Energie im Museum? Mit welchen Geräten arbeiten wir überhaupt? Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Genau, und wie können wir gestalterisch und künstlerisch in diesem Kontext eingreifen? Also wann beginnen wir sozusagen? Hier ist vielleicht noch zu sagen, dass das ganze Team des Museums eingeladen war, sich an dem Prozess zu beteiligen. Und am Anfang war das oder waren die Menschen, die da mitgemacht haben, sehr viele. Und das Team war riesengroß und hat sich dann im Laufe der 12 Monate auch so ein bisschen minimiert und auch die Projektideen waren auch ganz viele am Anfang und sind dann auch immer konkreter und aber auch immer weniger geworden. Genau, und eines der Projekte, die, glaube ich, am Anfang standen oder die relativ am Anfang waren, sind das kleine Projekt Selbstversuch. Sagst du vielleicht genau was dazu? Genau, also in dem ganzen Projekt Digit, Prototypen fürs Museum, ging es für uns ja um Nachhaltigkeit, / Digitalisierung. Und unsere Abteilung sozusagen hat sich einem Selbstversuch unterzogen. Und unser Ziel war es eigentlich in den 12 Monaten zu schauen, wo oder wie nachhaltig ist unser digitales Verhalten. Also kann es das überhaupt sein? Und an welchen Stellen merken wir das überhaupt? Und genau, und wir wollten einfach bewusst gucken, wie benutzen wir digitale Medien und elektronische Geräte überhaupt. Und ein Teil war eben, dass wir versucht haben, mal wirklich zu protokollieren, wann wir eine E-Mail schreiben und wie oft, und haben da so ganz simple Strichlisten geführt und einfach versucht auch zu hinterfragen, was machen wir denn eigentlich den ganzen Tag mit diesen E-Mails und gibt es denn auch Alternativen?
Also Ziel war es immer, in dem Selbstversuch zu gucken, wie verhalten wir uns im Alltag und wo ergibt es wirklich Sinn hinsichtlich Nachhaltigkeit oder ökologischem Handeln. Genau, und ein anderer Punkt in diesem Selbstversuch war, dass wir versucht haben, einen Index aufzustellen aller elektronischen Geräte, die wir benutzen und auch aller Anwendungen, also aller Programme, die wir offline und online benutzen, einfach um mal wirklich zu schauen, was haben wir da für ein Setting, was können wir eigentlich benutzen und was benutzen wir wirklich. Und in diesem Zusammenhang ist dann ein Workshop entstanden, weil der Index, den wir erstellt haben, der elektronischen Geräte und Programme, der war am Anfang einfach nur eine Tabelle und dann ist es aber übergegangen in eine sehr persönliche Beschreibung von elektronischem Gerät XY, wo dann ganz viel auch so persönliche Erinnerungen eine Rolle gespielt haben. Und das Ganze wurde sehr essayistisch und eine ganz andere Form von Index, die aber auch sehr, sehr schön war. Und dann ist eben ein Workshop entstanden mit einer Autorin, Sibylla Fritschitsch-Hausmann. Und das Ganze wurde auch geöffnet in dem Moment und es konnten Leute einfach teilnehmen und sich genauso bewusst und sehr tief mit dieser Thematik beschäftigen. Genau. Hier geht es ums Telefon oder um eine Zahnbürste. Und genau, und um das Ganze eben noch öffentlicher zu machen, gab es dann auch eine Lesung. Dann ein anderes Projekt in dem Zusammenhang, auch wieder zum Thema Bewusstwerdung, ist das Projekt DITSA. Und DITSA sind die Anfangsbuchstaben von das Internet zum Anfassen. Und eigentlich geht es darum, dem, was alles keine Körperlichkeit hat im Internet, also zum Beispiel das WLAN oder Login oder der elektronische Warenkorb oder so, Antivirus, dem eine physische Gestalt zu geben. Und um das Ganze noch lustiger und anregender zu machen, haben wir ausschließlich Naturmaterialien benutzt, also Heu und Stroh und Vlies, was weiß ich, noch so Hanfseil und Ton. Und dann konnte man eben damit in einer Aktion versuchen, diesen Dingen Gestalt zu geben. Und dabei ist man halt ins Gespräch gekommen. Ja, wie sieht das denn eigentlich aus? Was ist denn WLAN überhaupt? Und genau. Das ist DITSA. Ein ganz simples Format, was sehr, sehr viel Spaß macht und was vor allem total niedrigschwellig ist und auch inklusiv, weil wirklich jede Person da irgendwie mitmachen kann und eigentlich auch gefühlt, jede Person hat ja was mit dem Internet zu tun. Also es hat jeder und jede einen Anknüpfungspunkt. Und die Frage ist spannend, wie sieht denn ein Antivirus aus? Na, also, so. Ja, okay. So. Okay, genau. Im Rahmen dessen haben wir uns natürlich nicht nur mit der Form beschäftigt, sondern eben auch mit einer wichtigen Komponente, der Energie. Und ne, ich übergebe mal das Wort an Franzi. Ja, danke schön. Genau, im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir uns natürlich auch mit Ressourcenschonung beschäftigt und unsere Überlegung war dabei, also welche Methode gibt es denn jetzt eigentlich, um Energie zu ernten und das auch am besten genau da, wo wir sie auch gebrauchen können. Und eine Methode wäre zum Beispiel mit körpernahen Schnittstellen zu arbeiten zur Erzeugung von Strom. Und ja, dieser Gedanke hat für uns quasi eine Möglichkeit eröffnet, über Module zur Energiespeicherung, aber eben auch über diese Mensch-Maschine-Schnittstelle generell und natürlich nachhaltiger nachzudenken. Und gerade das Speichern von elektrischer Energie ist ja ein ziemlich verlustreiches System. Und daher verfolgen wir halt eher den Ansatz, die Energie auch da genau umzuwandeln, wo wir sie letztendlich auch brauchen. Und ich mache mal kurz weiter. Ganz vergessen. Ja, hier ist zum Beispiel jetzt ein früher Prototyp einer kleinen Fingerorthese zur sogenannten Energieernte. Und ja, das Projekt der Energieernte im Museum ist für uns der Versuch, so einen bewussten Umgang mit Ressourcen für uns direkt erfahrbar zu gestalten. In dem Fall wird eben quasi nur durch diese Bewegungsenergie Strom erzeugt. Ein anderer Versuch bestand quasi darin, auch mit gängigen Geräten wie so einen klassischen Hometrainer Strom zu erzeugen. Da haben wir noch mit einem Dynamo gearbeitet.
Wir verfolgen aber das Ziel, den Dynamo durch eine Lichtmaschine als Generator noch auszutauschen. Das haben wir jetzt zeitlich leider noch nicht umsetzen können, ist aber noch in Planung. Ja, Orthesen, was verstehen wir eigentlich jetzt unter Orthesen? Das sind ja für gewöhnlich so körpernahe Applikationen, die eben, also ein medizinisches Produkt, was zur Entlastung und Stabilisierung von Gelenken eigentlich eingesetzt wird. Und eine Energy Harvesting Orthese, das ist beispielsweise eine Orthese, die an Knie befestigt wird und die wandelt dann, ja Tristan zeigt es schon mal, das ist die aktuelle Orthese. Und die wandelt durch diese kinetische Energie, also durch diese Bewegung, die wandelt es quasi in elektrische Energie um. Und das ist jetzt quasi das angewandte Beispiel fürs Museum. Das ist ein Audio-Guide, und bei dem der Besucher oder die Besucherin eben genügend Strom erzeugen muss, um dann so eine Audiotour durch das Museum zu starten. Und ja, einer unserer Anliegen war ja eben, diese Sensibilisierung zu erreichen. Man soll ja ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Strom muss ich denn jetzt eigentlich hier jetzt erwirtschaften, dass ich am Ende da auch was höre. Und dadurch, dass der Umgang eben mit der Energie direkt für uns als körperliches Erlebnis spürbar gemacht wird, können wir dadurch auch so ein nachhaltiges Verhalten ermöglichen. Also dieses Bewusstsein zur Stromgewinnung, das können wir dann dadurch schaffen. Und ja, schön ist eben, wie ich ja schon gesagt habe, der Gedanke dabei, dass ich Strom da erzeuge, wo ich ihn brauche, eben gerade bei dem Audioguide. Genau, und das war jetzt der aktuelle Stand. Bis dahin war es ein ziemlich weiter Weg, denn der erste Prototyp, der entstand schon 2019 während eines Semesterprojektes im Studiengang Multimedia VR Design an der Burg Giebichenstein. Das hat damals Tristan noch mitbetreut. Und da bestand der Prototyp noch aus zwei Aluschienen, die dann in so Stoffbahnen eingenäht wurden. Und das hat sich ja immens verändert im Laufe der Zeit. Das ist nur kurz zum Prozess. Die Form wurde halt im Laufe des Zeitraums optimiert, die ganze Konstruktion wurde ans Bein angepasst. Gestalterisch wurde die Orthese jetzt vom Medizinprodukt so ein bisschen abgehoben und hat eher so eine organischere Gestalt bekommen. Ich habe da mit PE gearbeitet, das ist so ein langlebiger Kunststoff, den man auch bei Hitzeeinwirkung verformen kann und mit einem Industrielaser bearbeiten, das ist ziemlich praktisch. Die Polsterung, das ist so ein Zwei-Komponenten-PU-Schaum, das ist auch selbst gegossen und dann mit Farbpigmenten quasi verändert in der Farbe. Und der kann auch gelasert werden, das ist auch ganz cool. Und die ganzen Verbindungsstücke, die eben diese Bewegung übersetzen des Beines und eben die Elektronik dann da drin schützen, die sind per 3D-Druck entstanden. Genau, und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was aber eigentlich viel wichtiger und spannender ist, ist die ganze Technik dahinter, und da übergebe ich jetzt mal an Wenzel, denn er hat die ganze Technik erst so richtig vorangetrieben. Ja, okay, genau. Also ich hatte das natürlich ein bisschen verfolgt, was Franzi da gemacht hat mit der Orthese, und fand die Idee schon mal cool mit der, also sie hat einfach von so einer Kurbeltaschenlampe die Innereien genutzt, ne, also dreht man ja und die erzeugt Strom, also da ist ein kleiner Generator drin. Im Prinzip ist das ein Permanentmagnet, der wie so ein Schwungrad um so ein paar Spulen dreht und so einen dreiphasigen Strom erzeugt, der wird dann gleichgerichtet. Das fand ich schon cool, weil man im Prinzip was Vorhandenes nutzt. Also so ein Getriebe mal 3D-drucken ist auch jetzt nicht so easy, weil das soll ja auch verschleißarm sein, wenn man es dann noch im Dauerbetrieb hat im Museum. Genau, und dann kam sie mit der Idee zu mir, ob wir da nicht irgendwie ein Audioguide draus machen können. Und, huch, was ist jetzt passiert? Ja, ich erzähle einfach mal weiter. Genau, ein Audioguide draus machen. Und dann haben wir uns da zusammen was überlegt. Also im Prinzip ist es ja eigentlich ein MP3-Player. Bloß eben mit der Besonderheit, dass es dass er mittels Energy Harvesting quasi betrieben wird. Also die Energie quasi aus der Umgebung zieht, sei es jetzt, also Energy Harvesting generell, ja, kann es auch also Wärme sein oder Licht oder Bewegung eben, in dem Fall ist es Bewegung. Und ich dachte mir, ich möchte es gerne modular halten, also soll möglichst mit verschiedenen Formen der Energieerzeugung funktionieren am Ende. Und ich hatte irgendwie Lust drauf, dass es ohne Batterie funktioniert, also dass es ohne Akku und Batterie funktioniert. Wir haben jetzt also keine Lithium-Ionen-Batterien drin, wie man zum Beispiel aus einem Smartphone kennt. Hintergrund zum einen auch, ne, hat man vielleicht schon mal gehört, es wird sehr viel Wasser verbraucht bei der Rohstoffgewinnung
von Lithium und das ist auch ein immer seltener zu gewinnender Rohstoff. Also deswegen wird da auch gerade viel im Recycling-Bereich da geguckt. Aber eben die Idee ist, die Energie wird in dem Moment erzeugt, wo ich sie brauche. Ich muss sie halt kurz puffern. Und dafür kommen eben sogenannte Kondensatoren zum Einsatz. Genauer sogenannte Superkondensatoren. Das ist gerade so ein neues Ding in der Elektrotechnik. Wir haben jetzt hier Kondensatoren mit jeweils 7 Farad. Also es sind insgesamt 14 Farad, wir haben 2 Stück. Leute, die mit Elektrotechnik zu tun haben, die wissen, okay, das wird eigentlich eher im Mikrofaradbereich oder vielleicht Millifaradbereich gearbeitet. Also es ist wirklich eine enorme Kapazität für so einen Kondensator. Ja, und dann, nachdem wir uns das so überlegt hatten, ging es dann erstmal daran, zu überprüfen, ob das überhaupt möglich ist. Also wir haben zum einen geschaut, kurbel ich jetzt, kommt da genügend Energie rum, um auch einen MP3-Player zu betreiben. Haben uns das also irgendwie im Oszilloskop angeguckt und das hat soweit, sah es eigentlich gut aus. Dann habe ich mit so Breakout-Boards und einem Steckbrett mir einfach die Module zusammengesucht und das mal zusammengesteckt und geguckt, was braucht es eigentlich so im Schnitt. Also es gibt quasi ein Breakout-Board für diesen MP3-Codec. Das ist ein Bauteil, was quasi aus MP3 Ton macht. Wir haben ein Bauteil, was quasi diese ganze Energy-Harvesting-Elektronik in sich vereinbart und auch diese Power-Caps. Und dann ist da noch ein kleiner Controller. Der hat jetzt auch Bluetooth. Ich habe mit dem halt viel gemacht zu der Zeit und genau das zusammengesteckt. Und da ist auch so ein kleines Gerät jetzt, dieses rote Gerät, das kann quasi den Stromverbrauch messen. Und das zeige ich auch später nochmal. Man kann es dann auch noch visuell auf dem Ostsee anschauen. Und das hat soweit eigentlich auch hingehauen, dass sich so der Stromverbrauch einigermaßen gedeckt hat mit dem, was man eigentlich aus so einer Kurbel rausholen kann. Und dass diese Powercaps halt auch so ein paar Sekunden Laufzeit gewährleistet haben, ohne dass man jetzt permanent sich bewegt. Also dass es so ein bisschen puffert. Genau. Ja, deswegen wurde dann aus diesem Steckprinzip dann ein Schaltplan abgeleitet, eine Platine entwickelt. Da gab es dann erstmal so einen kleinen ersten Prototyp, also so ein, zwei Platinen handbestückt. Die habe ich dann zu Hause in meinem Ofen gebacken und getestet, ob das soweit funktioniert. So die Grundfunktion erstmal geschaut und es gab dann noch ein paar Anpassungen dafür. Aber als das dann alles so klar ging, habe ich das dann in so eine Kleinserienproduktion gegeben. Und sowas dauert dann auch mal 1-2 Monate. Das war jetzt auch in der Zeit, wo so ein bisschen Bauteilknappheit herrschte. Also musste man auch relativ spontan mal dann noch interagieren bei der Produktion. Aber da war dann im Prinzip Zeit, mit diesem Prototyp, den handbestückten, schon mal ein bisschen an der Software weiter zu tüfteln, dass die ein bisschen effizienter läuft. Also was man jetzt eben hier sieht, in der Mitte ist eben dieses Strommessgerät. Das wandelt quasi diesen Stromverbrauch in eine Spannung um. Und damit kann ich das dann auf dem Oszilloskop auch ziemlich detailliert mit betrachten. Also man sieht halt wirklich so Spikes, wo jetzt kurz mal viel Strom verbraucht wird, dann wieder so ein anderes Level und dann auch wieder so ein Low-Power-Modus eintritt. Also damit kann man dann so ein bisschen feine Stellschrauben drehen und das dann ausreizen, womit wir dann am Ende irgendwie um die 1 Minute schaffen. Also wenn die Superkondensatoren aufgeladen sind, läuft es im Prinzip 1 Minute. Es kommt ein bisschen drauf an, wie laut höre ich das, dieses Autoguide. Also wenn mehr laut, dann mehr Verbrauch natürlich. Was sich auch herausgestellt hat, das Soundfile ist quasi auf einer SD-Karte gespeichert und SD-Karten, die brauchen eine relativ hohe, also jetzt für so einen Low-Power-Bereich, relativ hohe Spannung, die konstant sein muss. Und dann konnte man das alles mal noch ein bisschen einstellen. Dann kam die Platine dann, die bestückte irgendwann, also die großen Bauteile, da sieht man jetzt auch diese roten Superkondensatoren, das habe ich dann noch handbestückt. Das macht sich, ja, bei so einer kleinen Serie ist das günstiger, das jetzt selber zu machen. Und genau, also zum Ablauf von der Software eigentlich, also in dem Programm ist eigentlich der Stromausfall eingeplant, ja, also wenn ich mich nicht bewege, kommt kein Saft, die Kondensatoren sind irgendwann leer und dann habe ich einen Stromausfall. Und im Prinzip wird ein Ton, also ein Audio-File abgespielt, dieser Audio-Walk. Und die Elektronik merkt quasi, wenn so diese Kondensatoren langsam leer sind. Also durch die Bewegung
durch diese Kurbel am Bein werden diese Kondensatoren geladen, wenn ich mich bewege. Und wenn die dann aber ein gewisses Level unterschreiten, dann kriegt quasi der Controller ein Signal, Achtung, Strom ist gleich weg. Dann wird quasi sich diese Zeitmarke von dem Audio-File gemerkt und auf der SD-Karte abgespeichert. Und der Ton wird quasi runtergedimmt, dass die Nutzerin, der Nutzer quasi merken, okay, ich muss mich wieder bewegen. Dort geht er so langsam leise, ist dann aus, das System geht in Low-Power-Modus und wartet quasi darauf, dass der Kondensator wieder eine gewisse Füllmenge hat durch Bewegung. Wenn ich mich jetzt die ganze Zeit nicht bewege, dann ist er irgendwann auch komplett leer und dann geht das System aus. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil es sich quasi gemerkt hat, wo es letztens stehen geblieben ist. Wenn also wieder Strom da ist, geht es wieder an, es wird wieder ein bisschen lauter auf die Ursprungslautstärke und läuft weiter. Und das sollte halt super simpel sein. Es gibt jetzt noch einen Knopf, dann, wenn ich den drücke, wird das einfach wieder von vorne gestartet, das Soundfile, und zwei Schalter zum laut-leise einstellen. Ja, aber genau, Tristan hat es gesagt, das Scheitern ist quasi Teil der ganzen Geschichte. Es gab dann eben das Problem, dass in der Praxis dann irgendwie doch nicht so richtig das gereicht hat mit der Bewegung. Es stellte sich dann raus, dass diese Mechanik der Taschenlampe eigentlich für so eine kontinuierliche Drehbewegung ausgelegt ist. Und wenn man sich das jetzt aber am Bein vorstellt, ist es ja immer so ein Hin und Her und auch nur so ein ganz kleiner Winkel. Und dieses ganze Schwungradprinzip funktioniert dann halt nicht mehr, weil ich ja immer wieder die Richtung wechsle. Und dadurch kam dann am Ende trotz aller Optimierung nicht genügend rum, aber das ist überhaupt kein Problem gewesen, weil es war ja für verschiedene Stromquellen ausgelegt, das Modul. Und deswegen haben wir dann geschaut, okay, wir können es ja auch erstmal mit Solar so vorladen, also mit einer Solarzelle dieser Größe, die ist jetzt glaube ich so 20x20 cm, kann man tatsächlich das System auch einfach permanent betreiben, also bei entsprechender Sonneneinstrahlung. Also bei einem normalen sonnigen Tag, sage ich mal, läuft es einfach durch ohne Unterbrechung. Und somit werden quasi die Kondensatoren erstmal vorgeladen. Wir erinnern uns, die halten dann auch eine Minute etwa. Und dann ist quasi jetzt an der Orthese noch eine Ergänzung, zur Ergänzung eine kleine Solarzelle angebracht worden. Und damit läuft es dann erstmal so. Und ja, Fazit. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ein schönes kleines Modul. Das können wir mit der Orthese nutzen. Wir können aber auch einfach das mit Solar betreiben oder anderen Sachen, zum Beispiel über Peltier-Elemente könnte man jetzt die Körperabwärme nutzen. Das müssten wir mal noch ausprobieren, das wäre bestimmt auch witzig. Es ist batterielos, wir haben keine Akkus auf Lithiumbasis, wir haben keine umweltschädlichen Batterien, wir haben Superkondensatoren. Ich weiß jetzt nicht genau, woraus die bestehen, aber es gibt auf jeden Fall welche, die sind einfach auf Graphenbasis, also Kohlenstoff, das gibt es überall. Das Coole ist halt, also Bewegung ist ja Energie und Energie steuert das System. Also Bewegung steuert das System und ist quasi das Interface. Also Bewegung ist Play und Stehenbleiben ist Stopp. Der Körper ist quasi, also die Interaktion mit dem Körper ist das Interface, um das Soundfile zu steuern. Und Learnings halt, wir müssen gucken, dass die Mechanik wirklich dann auch auf die Art der Bewegung angepasst ist. Wenn es eben so eine Hin- und Herbewegung ist, müsste man dann vielleicht was nehmen, was dann immer so ein Schwungrad so in eine Richtung antreibt oder wie auch immer. Oder wirklich mal einen 3D-Drucker anschmeißen und ein Getriebe drucken. Ja, ich würde jetzt noch ergänzen, dass es halt für uns, es war ein Scheitern, es war ein mega langwieriger Prozess auch zu merken, dass man irgendwie auch, also ich bin mit der Orthese durch die Wohnung immer hin und her gerannt und war super frustriert, wie viel eigene Energie ich jetzt, also Bewegungsenergie ich da reinstecke und wie wenig dabei rumkommt. Das war super frustrierend, aber gleichzeitig war das auch so ein mega Learning, dass ich dann irgendwie das zu schätzen gewusst habe. Also ich wusste dann, okay, wenn ich jetzt hier mein Handy anmache und da Spotify an, dann dann habe ich jetzt gleich viel mehr in Bezug, wie viel Strom ich eigentlich dafür wieder reinstecken müsste, also wie viel Bewegung ich dafür reinstecken müsste. Also es war für mich irgendwie wieder so ein positives Feedback, was ich dann dadurch bekommen hatte, dass ich einfach jetzt weiß, krass, das ist mega schwer,
überhaupt so Strom zu erzeugen, durch die Bewegung jetzt. Ja. Cool. Ich habe jetzt leider gar keine Überleitung. Aber das ist egal, weil ein anderes Projekt heißt DotBoss mit dem Untertitel Ein Werkzeugkasten aus Pixel. Was zum Teufel ist das? Wir haben uns auch in dem Zusammenhang wieder einen Auftrag gegeben, und zwar ein Werkzeug zu entwickeln fürs Museum, was von der Vermittlungsabteilung eingesetzt werden kann, im Sinne von ein Werkzeug zur oder ein digitales Werkzeug, um mit Gruppen zu arbeiten, um mit bestimmten Themen oder bestimmte Themen als Fokus zu setzen und die sozusagen zu bearbeiten. Und das sind so die Kriterien, die da drin stehen. Die sind ziemlich breit aufgefächert, also niederschwellig, modular, simpel. Es soll quasi vielseitig thematisch einsetzbar sein und gemeinsam erlebbar und so weiter. Also so eine Art eierlegende Wollmilchsau eigentlich. Und dann kam der da raus. Das ist quasi ein relativ simples System. Das Ganze basiert auf einer Matrix, die 16x16 ist, also sprich eigentlich eine klassische Pixelgrafik. Das war sozusagen der Grund dieses kompletten Systems. Wir haben dann im ersten Schritt einen Online-Editor gebaut, also eine Webseite, die halt als Editor funktioniert, vorrangig für Smartphone und Tablets und ist auch kinderproof. Also wir haben das mit Kindern getestet, die finden das sehr gut. Dann haben wir Experimente gemacht mit einem DotBoss-Mixer, also das nennen wir DotBoss, also ein Motiv sozusagen. Und es gibt einen Mixer, das heißt quasi, man kann zwei DotBosse miteinander mixen und dann so sich aus den Vorschlägen was raussuchen, damit weitergestalten. Das war so waren die ersten Experimente, und aus dem Ganzen sind natürlich ganz viele Varianten entstanden, von Erwachsenen, von Kindern, ein Sammelsurium online, und wir haben uns gefragt, was machen wir damit? Logischerweise überführen ins Dreidimensionale und überlegen, was könnte man denn jetzt damit anfangen? Und das sind jetzt so klassische Voxel-Grafiken, und da kommt natürlich die Assoziation schnell, lass mal was mit Lego machen. Und das haben wir auch gemacht. Also das heißt, die Pixelgrafik und das analoge Erfahren mit Lego verbunden. Das sind Workshop-Formate, die da entstanden sind mit einem Turboflip-Mitglied, Uwe, der heute leider auch nicht kommen kann. Der gibt schon Workshops seit 10 Jahren oder so. Und wir haben die App, die entwickelt wurde, verbunden mit einem Mikrocontroller oder mit einem Game-Controller, der aus Lego zusammengesteckt ist, und mit einem ESP32, den hat Franzi entwickelt. Nee, nein, natürlich nicht. Aber den Game-Controller natürlich. Ja. Genau, so sehen die Workshops aus. Also das sind einmal mit Jugendlichen und Kindern, und da sind ältere Jugendliche und Kinder. Genau, und wie geht man weiter? Ne? Wir haben jetzt diese einzelnen DotBoss, wir haben die Controller gebaut, lass mal Welten bauen. Und das sind jetzt so Welten, die, das sind Skizzen, das ist ein rasterbasiertes Zeichnen, das heißt, man hat halt einen DotBoss. Ein DotBoss ist ein Objekt und ein Pinsel zugleich. Wir haben dann überlegt, lass doch mal Welten bauen im klassischen Sinne. Also das heißt, man kann, wie gesagt, diese DotBosse verwenden, um zu zeichnen, kann die aber auch gleichzeitig als Objekte verwenden und damit selber navigieren. Die können auch miteinander sprechen, also man kann denen auch quasi Inhalte verpassen. Funktioniert alles online, ist alles so ein kleines System. Und da kommt er wieder, der Fail. So, und das hat sich dann schon im Machen rausgestellt, dass diese Spielerfahrung eher fad ist, weil die Motivation fehlt. Warum soll ich so eine Welt bauen? Also was ist der Punkt? Zum anderen, die Entwicklung im Hintergrund ist super komplex geworden. Also ist eigentlich ein Game Engine, was wir da gebaut haben. Also, well. Zurückbesinnung, kurzer Rewind. Was macht am meisten Spaß an diesem ganzen System? Und das ist in unserem Falle das Zeichnen, auch das gemeinsame Zeichnen und das Teilen. So. Und dann haben wir einfach kurz einen Prozess gemacht. Und haben aus, wie schon gesagt, aus dem DotBoss ist gleich ein Pinsel, ein Zeichenwerkzeug gebaut. Das ist der Reaction Painter. Man bekommt vom System einen Titel und zeichnet was zu dem Titel, was einem einfällt. Man kann das auch kollaborativ machen. Das funktioniert mit Socket-Server-Systemen und ist relativ einfach.
Könnt ihr auch ausprobieren, haben wir mit, ist in diesem Internet drin. Ach so, ja genau, das sind die dauern ungefähr eine Minute zu machen. Also das sind jetzt keine ewigen Werke. Ja? Und auf dem Tablet, also beziehungsweise das da ist auf dem Smartphone, die anderen beiden sind auf dem Tablet gemacht. Genau. Aerobics. Um mal kurz runterzukommen, haben wir jetzt das Projekt Aerobics, das würden wir euch gerne zeigen. Und dazu gibt es eine Übung. Die Übung, was? Mach, sag. Ah ja. Die Übung heißt Click to Start Waiting. Wir werden einen Ladebalken sehen und freuen uns darauf zu warten. Die Übung geht 20 Sekunden und ja, geht jetzt los. Was zum Teufel ist Aerobics? Aerobics ist ein Fitnessprogramm. Ein Fitnessprogramm, um Menschen sämtlicher Couleur für die digitale Welt zu sensibilisieren und damit auch zu ermächtigen. So. Ist ein riesengroßes Thema. Wie zum Teufel soll das funktionieren? Ich zeige dann noch ein paar kleine Übungen. Wir haben ja auch Übungsgeräte, da sage ich auch gleich noch mal was dazu. Zunächst, wozu? Das ist hier so ein geflügeltes oder so eine kleine Definition, die wir zusammengestellt haben. Im Groben und Ganzen bedeutet das eigentlich, so, wenn man Menschen dem Medium näher bringt, sind sie auch in der Lage, darüber zu sprechen, sich auszutauschen und können quasi auch entsprechende Entscheidungen treffen, welche Tools sie verwenden und welche nicht. Genau, warum ist das nachhaltig? Fasse ich mal kurz zusammen, habe ich eigentlich schon gerade in dem Punkt, deswegen switche ich einfach mal weiter und stelle eine Übung vor. Eine Übung ist zum Beispiel mit diesem Gerät, die haben wir extra entwickelt. Das ist unser Prototyp 1, quasi ein Holz-Smartphone und da übt man zum Beispiel Swipen, also links swipen und rechts swipen zum Beispiel. Das ist jetzt hier der Workout 13, Swipe Left. Wir haben auch noch eine Variante mit in unserem Sortiment, das ist das Übungsgerät 2. Die Übung, die da fabriziert wird, ist What you see is not reality. Das kann man auch selber üben. Das, was man da sieht, ist halt nicht die Realität. Wir haben auch digitale Übungen, also auf den fortgeschritteneren Arbeitsgeräten. Ja, also das kann man zum Beispiel auf diesen Smartphones und Tablets üben. Das Workout heißt On-Off. Da geht es um das An- und Ausschalten. Das ist auch, wie nennen wir das? Energizer, richtig? Ne? Das ist ein Energizer. Ja. Das Emoji-Workout. Hier geht es darum, dass man die Emojis nachmacht, emotional. Das geht ungefähr eine Minute. Kann man auch mal selber ausprobieren. Das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Make-up. Die Übung, also ihr seht hier unten sind so kleine Pinsel. Die Pinsel werden generiert aus dem Selfie, was man da macht und kann sich eigentlich mit seinen Fragmenten seines Gesichtes selber neu schminken, wenn einem das beliebt. Der iDojo ist entstanden, das ist unser Workshop-Raum. Das ist hier übrigens Tanja, viele Grüße Tanja, die uns wahrscheinlich live hier mitverfolgt. Das ist eine sehr talentierte Workshop-Leiterin, die hat auch das Programm mitentwickelt. Genau, dann haben wir auch diese Geräte hier, das sind unsere Selfie-Sticks. Da übt man halt die richtige Selfie-Stick-Haltung in verschiedenen Posen. Ist auch sehr anstrengend. Genau, und zum Fazit, also das ist sehr lustig so und ist auch, glaube ich, erstmal ein bisschen verwirrend, das Ganze, hat aber eine sehr, sehr schöne Wirkung, weil man das in Gruppen macht. So. Und über diesen Winkel des
Amüsanten und des gemeinsamen Tuns man in ganz andere Dialoge kommt. Also das heißt quasi, das ist ein Werkzeug fürs Museum, was man in Workshop-Formaten anbringen kann, was man in Ausstellungen als Special Feature einbauen kann, wie auch immer. So. Es braucht halt spezielles, nennen wir mal Personal. So, das bedeutet aber nicht, dass man jetzt einen Lehrgang machen muss, sondern einfach jemand, der da Lust drauf hat. So. Und das irgendwie gerne machen möchte. So. Viele Projekte, jetzt kommen noch so zusammenfassende Punkte, die wir euch gerne mitgeben würden, ja? Die so ein bisschen Aspekte aus dem Projekt oder Learnings aus dem Projekt sozusagen kommunizieren, und das ist Scheitern als Chance, ne? Also Scheitern bietet einen Freiraum, den es manchmal einfach braucht, um ein paar Sachen ausprobieren zu können, und bei einem Projekt macht das schon Sinn, dass man nicht als Ziel hat, ein polishedes Produkt am Ende präsentieren zu müssen. Das war in dem Projektkontext sehr cool, ehrlich gesagt. Das ist die Statistik zum Thema Scheitern. Erstmal zum Thema Erfolg. Erfolg. denn man sieht hier links das gesamte Spektrum aller Projekte, die jemals erdacht wurden. Also es ist schon eine große Menge, und die fett gedruckt und unterstrichen sind, sind die Projekte, die dann wirklich realisiert wurden, und alle anderen sind nur angedacht und nicht zu Ende gedacht. Aber da sind auch viele Potenziale noch drin, und rechts sieht man eben, wie viele Menschen da tatsächlich teilgenommen haben. Wir hatten auch, es ist auch interessant, Critical Friends, die uns begleitet haben und Fragen beantworten konnten und mit uns im Gespräch waren. Genau. Blablub. Transferleistung ist ein wichtiger Punkt, gerade zwischen Technik, Design und Kulturinstitutionen, wenn man das so sagen kann. Also sprich, wir mussten auch lernen, dass das Zeit braucht und dass es anstrengend ist. Also den richtigen Ton zu finden, die richtigen Dinge zu besprechen und sich nicht misszuverstehen. Also da sollte man auf jeden Fall immer viel Energie und auch Gelassenheit ins Spiel bringen, damit so ein Projekt nicht nervig wird. Das ist noch so eine Sache, die finden wir ganz gut. Das DIY-Prinzip kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Wir würden es noch ergänzen mit DIT, also Do It Together. So. Das hat einfach den Hintergrund, so, wenn man so Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen zusammenführt, validiert das Produkt, was am Ende rauskommt, durchaus. Genau, es wird eine Publikation geben, die? Die aber noch nicht fertig ist. Wann ist die fertig? Im Januar 2023. Ah, gut. das ist das Kernteam, das Turbo-Team. Wir sind jetzt zu viert, 8, also 4 Leute fehlen. Genau, das sind die verschiedenen Kompetenzen aus Gestaltung, Entwicklung und so weiter. Das ist übrigens auch eine schöne Sache, die entstanden ist aus diesem Projekt, dass es einfach eine Art Kerngruppe gibt, die sozusagen jetzt auch weitermacht und verschiedene weitere Projekte antreibt. Genau, und nochmal zu diesem Bezug zum Museum, das würde ich gerne noch mit anbringen. Warum ist das Museum relevant? Also Museum ist ja in manchen Zusammenhängen immer so ein Ort, da hängt halt ein Bild an der Wand, das geht aber eben auch anders. So. Oder es gibt auch einen anderen Begriff dafür. Und dafür lassen wir jetzt mal die Direktorin vom Museum zu Wort kommen, die wegen Corona auch leider nicht kommen kann, aber uns einen Text hinterlassen hat, den Lena jetzt vorlesen wird. Genau, also ich verlese jetzt die Antwort auf die erste Frage: Welche Rolle spielt das Museum als Raum, um Ideen für die Zukunft zu ermöglichen? Und Franziska Soljom sagt dazu: Künstlerische Arbeiten sind reizvoll, weil sie die Welt in ihren unterschiedlichsten Facetten zeigen und auch Dinge und Lebenswirklichkeiten vorauswerfen, die es so noch nicht gibt. In Museen sind solche Arbeiten zu sehen. Das macht sie zu interessanten Orten. Und natürlich die Menschen, die in Museen gehen, die nicht alles einfach so hinnehmen, sondern selber Fragen stellen, ihre Meinung sagen und sich mit anderen über ihre Gedanken und Erlebnisse austauschen. Werden sie durch künstlerische Ideen inspiriert, kommen sie immer wieder und mischen mit. Aber es muss nicht immer nur um die Zukunft gehen, vielmehr auch um Vergangenheit und vergangene Gegenwarten.
So kann man immer wieder auch das Moment erspüren, in dem jemand eine für die damalige Zeit ungewöhnliche Idee hatte. Dabei stellt man mitunter fest, dass frühere Generationen einiges voraussehen könnten oder aber Zukunftsvorstellungen hatten, die sich so nicht eingelöst haben. Wenn man das erkennt, kriegt man Lust, selber zu spekulieren, Dinge zu entdecken oder, anders gesagt, verliert man die Angst, unbekannte Dinge zu erforschen. So, und dann haben wir Sie gefragt, nochmal ein Statement abzugeben, warum ist das Museum ein besonders geeigneter Ort für die Auseinandersetzung mit den Digit-Themen, also unseren Themen Nachhaltigkeit und digitale Nachhaltigkeit und Achtsamkeit. Und darauf schreibt sie, Museen leben von der Präsenz von Menschen, die sie aufsuchen. Sie sind Orte, an denen man Bekannte treffen und neue Bekanntschaften machen kann. Früher kaufte man Postkarten von Kunstwerken, die in einer Sammlung sind, und schickte sie an Freunde. Heute werden im Museum Selfies gemacht. Auf einem Instagram-Bild haben wir zum Beispiel eine Besucherin entdeckt, die sich beim Kopfstand im Ausstellungsraum fotografiert hat. Es werden Textnachrichten verfasst, Posts erstellt und Likes vergeben. So erreichen Ideen, die im Museum entstehen, oder Werke, die dort ausgestellt werden, immer neue Öffentlichkeiten. Wir stellen aber auch immer wieder fest, dass Museen Orte sind, an denen man in einen anderen Rhythmus kommt, wo man den Alltag entschleunigen und mit anderen gemeinsam an Ideen tüfteln kann. Ob man dabei Knete oder Mikrochips verwendet oder beides zugleich, spielt keine Rolle. Wichtig ist, sich im Zusammenwirken mit anderen zu erleben, gemeinsam Ideen finden, austauschen und auch verwerfen zu können. Genau, und jetzt noch, wie begleiten uns jetzt diese Methoden im Alltag? Und, wir haben sie mal Flip-Methoden genannt. Flip-Methoden, genau. Also eigentlich sind das auch keine neuen Methoden. Wir haben sie jetzt eben für unser Projekt umgemünzt. Man kann dazu auch ästhetisch forschen sagen oder forschendes Lernen oder Bewusstwerdungsmethoden. Die können eben vielerlei erreichen. Also sie können sensibilisieren und für den Umgang mit Geräten und Anwendungen in unserem Fall befähigen. Man kann mit ihnen ein Bewusstsein schaffen für die Herkunft der Geräte und Anwendungen, für deren Geschichte und eigentliches Ziel sowie dem Zweck, mit dem wir sie verwenden. Und sie können ungewohnte Perspektiven eröffnen, zum Beispiel eben, dass man sich einem Kunstwerk durch einen Holzrahmen nähert. Man kann Gemeinschaft herstellen und ins Gespräch kommen, zum Beispiel im E-Dojo, also in dem Übungsraum, in dem man gemeinsam übt, was lustig ist, aber eben auch ernst. Oder man tauscht sich über Dotbosse aus. Das Museum darf eben Experimentarium sein oder sollte es eigentlich immer sein. Und deshalb ist es auch nicht komisch, wenn man eben eine Audiotour mit selbstgemachtem Strom erlebt. Und genau, also unsere Praxis besteht eh aus dem achtsamen und fokussierten Hinterfragen von Dingen, also Kunstwerken in der Ausstellung oder persönlichen Aspekten im Leben einzelner Menschen oder eben auch der physischen Präsenz des Internets. Und diese Methoden unterstützen genau das. Deswegen haben wir die entwickelt und wollen die auch weiter benutzen. Cool. Zu guter Letzt sind wir wieder ganz am Anfang. Also wir haben am Ende des Projektes eigentlich erstmal unseren Auftrag erkannt. Und das ist, der speist sich aus 4 Elementen. Einmal inspirieren, sensibilisieren, ermächtigen und vernetzen. Erklärt sich eigentlich selber. Und das sind aber so Dinge, die wir euch auch mitgeben können als Punkte, wie man sich auch als Team aufstellt oder selber, wenn man halt so ein Projekt fährt. So. Ja. Ich glaube, das war's. An der Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau, es ist so, dass wir jetzt eigentlich noch eine Live-Aktion geplant hatten, aber der Teil unserer Gruppe ist leider krank oder anderweitig, also eigentlich sind alle durch Krankheit verhindert. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir diese Zeit nutzen können, wenn ihr jetzt Fragen habt, wenn ihr Dinge ausprobieren wollt, dann können wir das jetzt einfach hier gemeinsam machen. Ihr könnt hier vorkommen und was rumprobieren. Und wir haben auch Tablets mit, wer einen Dotboss malen möchte oder so. Genau. Jo. Vielen Dank.
Gibt es denn Fragen, zufälligerweise? Oder Kritik, Anmerkungen, Buhrufe? Soll ich mal? Ich mach mal. Okay, hallo. Ja, ich habe eine Frage zu der Orthese. Auch gerade, weil du jetzt am Ende meintest, dass du das für dich so als Botschaft mitgenommen hast oder so als Learning, zu wissen, okay, wie viel Energie muss ich in Bewegung aufwenden, damit ich jetzt diesen Audioguide hören kann. Die Frage habe ich mir auch schon richtig häufig gestellt, so auch gerade so wie viel beim Wasserkocher, wie viel Energie ist es zum Beispiel, wie lange müsste ich joggen gehen, um zum Beispiel Wasser auf 100 Grad zu erhitzen. Und Sehr lange, denke ich. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet. Ich bin da in Diskussionen mit Freunden immer wieder auf den Punkt gekommen, dass es ja ganz viel mit dem Wirkungsgrad auch zu tun hat. Und ihr habt ja auch als Beispiel genommen, dass ihr eine andere Idee hattet, dass man vielleicht über die Körperwärme auch Energie halt sozusagen erzeugen kann, um diesen diesen Guide zu starten. Aber das wäre ja dann ein ganz, ganz anderer Wirkungsgrad als zum Beispiel jetzt bei der Bewegungsenergie, oder? Und dementsprechend kann man das ja jetzt gar nicht so richtig vergleichen. Du meinst, weil das so passiv ist, wenn ich die Körperwärme anzapfe? Aber ich meine, Die Energie muss ja trotzdem erstmal umgewandelt werden von Wärmeenergie in elektrische Energie. Ja, und ja. Bewegungsenergie muss auch umgewandelt werden in elektrische Energie. Und da spielen ja auch die Wirkungsgrade eine große Rolle. Und dementsprechend finde ich es persönlich total schwierig, das zu übertragen immer. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus allem. Also das wäre ja der nächste Schritt, dass ich das nicht allein immer sehe, sondern zum Beispiel, dass ich Bewegung mit der Körperwärme einfach kombiniere. Und dann habe ich das ja auch wieder, oder? Okay, aber kommt dann das Learning auch wirklich bei dem, sage ich mal, Nutzer dann an, wie viel Energie er aufwenden muss? Weil die Wirkungsgrade beispielsweise bei einer Wärmepumpe liegen halt bei, ich weiß nicht, bestenfalls 0,4 bis 0,3. Da weiß auf jeden Fall schon mehr als ich. Und damit ist es halt wirklich ein richtig, und das ist schon ein guter Wirkungsgrad. Und ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Wirkungsgrade jetzt bei der Bewegungsenergie sind, aber Willst du was zu den Wirkungsgrad sagen? Ein paar Zahlen droppen? Also konkrete Zahlen habe ich jetzt nicht. Müsste ich nochmal nachschauen, das ist auch schon ein bisschen her, dass wir das gemacht haben. Aber auf jeden Fall, ist es. Also ich denke schon, dass es rüberkommt. Wir haben halt, man muss sich einfach die ganze Zeit bewegen, dass es was passiert. So. Und dafür, dass halt nur so ein bisschen Ton da rauskommt. Also finde ich schon, dass es ganz gut rüberkommt. Wir haben halt zwei Möglichkeiten eigentlich, uns dieser Sache zu nähern. Zum einen eben, wir können irgendwie am der Effizienz oder am Wirkungsgrad schrauben. Wir können irgendwie mehr Energiequellen anzapfen. Wir können aber auch von der anderen Seite gucken, dass wir die Sachen effizienter gestalten, dass sie nicht so viel Energie sinnlos verbraten oder so. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die wir damit rausgenommen haben. Zahlen habe ich nicht. Nee. Okay, also ihr habt euch da aber nicht in dem Sinne noch weiter Gedanken gemacht. Sonst geht es quasi auch so ein bisschen darum, dass du meinst, dass es mit einem selbst auch was macht. Also das war ja dann Ich glaube, das macht es ja schon automatisch, dass es einfach so nah an mir dran ist. Ne? Das ist ja schon, das ist eben diese Körperschnittstelle, die es hat. Ich muss es ja irgendwie an mir befestigen und irgendwie ist das ja, das ist ja dann auch wieder irgendwie was zum Beispiel Intimes auch. Ne? Und dann ist es ja auch so, dass ich dann permanent, dadurch, dass ich berühre oder irgendwie damit in Kontakt komme, dann macht es ja automatisch was mit mir, dass ich es halt dann auch nicht vergesse. Also, ja. So würde ich das jetzt interpretieren auch. Ich kann nur die Orthese jetzt als praktisches Beispiel sehen. Das ist für mich, bei mir hat es was gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit solchen Thermosachen ist, aber ich kann es mir eben vorstellen, dass es ja effizient ist, wenn es dann halt direkt auf der Haut anliegt und so. Und ich spüre es direkt und dann denke ich schon, dass es auf jeden Fall was mit mir macht. Willst du auch was sagen? Also nicht zur Orthese, aber zum Hometrainer. Das ist ja so ein bisschen, ist ja aus demselben Projektkreis sozusagen entstanden. Also die Frage war ja auch genau, wie kann ich mir das bewusst machen, wie viel Energie das eigentlich braucht und ich muss dann mit meiner eigenen Energie das bewältigen. Das war so eine ganz zentrale Frage und wir haben eben neben der Orthese dann noch die Idee gehabt, wir wollen selber Strom
erzeugen für das Laden eines Laptops und haben dann eben auch, erst hatten wir überlegt, okay, wir bauen Windrad oder so, und dann war aber wirklich so das Zentrale, nee, wir wollen das mit unserem Körper machen, um eben genau das zu erfahren. Und da tüfteln wir jetzt aber echt schon seit anderthalb Jahren dran, dass wir da mit einem Hometrainer so einen gleichmäßigen, unflackerigen Strom herstellen können, Fachjargon, und sind jetzt aber schon ganz nah dran mit Autobatterie und Lichtmaschine und so. Und ja, also ich glaube, es war auch vielleicht eher eine Anmerkung, dass ich, also ich habe es mir halt, habe mir schon auch sehr viele Gedanken darüber gemacht gehabt und habe halt, bin selber zu dem Schluss gekommen, dass es halt verschiedene Arten von Energie gibt und gerade diese Umwandlung von der einen Energieform in die andere Energieform eben auch wieder sehr viel Energie zum Teil, da Verlustenergie auftritt und dass man das irgendwie sich auch im Kopf irgendwie mit einberechnen muss. Was mir dazu jetzt gerade noch eingefallen ist, also ich hatte auf jeden Fall auch so einen Paradigmenwechsel. Einmal hatte ich ein Gespräch mit so Leuten, die quasi auch so Speichersysteme für Solarzellen entwickelt haben, aber halt auch ganz einfach mit Bleibatterie und Wasserstoffzelle. Also die Bleibatterie ist, glaube ich, nur so ein Backup, aber eigentlich Brennstoffzelle. Und wo ich dann auch meinte, ja, aber Effizienz ist nicht so groß da. Und warum, weshalb, wieso? Und dann haben die einfach gesagt, naja, aber Sonnenenergie ist halt, ist einfach da. So, ist doch scheißegal, dann haben wir halt nur 10% davon oder so. Aber wir müssen einfach mal anfangen, wir müssen das jetzt nutzen, was da ist. Und das fand ich irgendwie, weil ich auch immer von so einer Ingenieursseite kam und so, ja, das ist noch nicht effizient genug und wir müssen da noch irgendwie weiter forschen und das muss noch besser werden. Und aber dann dieses, naja, aber lass doch erstmal das nehmen, was da ist und das irgendwie effizient nutzen, fand ich irgendwie cool. So, das hat mir irgendwie nochmal so einen neuen Input gegeben. Ja. Ich würde da voll gerne kurz was zu sagen, weil ich kann das total verstehen, dass du dich da vielleicht irgendwie mehr Werte oder mehr Auswertungen im Endeffekt haben möchtest, was wirklich, wie viel Energie man braucht für gewisse Dinge. Ich hatte jetzt irgendwie spontan das Gefühl, dass es da wirklich eher darum geht, überhaupt erstmal ein Gespür dafür zu kriegen, dass irgendwas passieren muss, dass du Energie hast. Also dass es einfach nicht selbstverständlich ist und einfach dafür mal zu sensibilisieren, okay, ich benutze mein Smartphone oder ich benutze irgendwas und da muss richtig viel passieren, dass ich das machen kann. Und da erstmal so ein kleines Gespür für zu kriegen. Und ich glaube, wenn man, also es gilt, also es, so habe ich es verstanden, erstmal dafür zu sensibilisieren und wenn man dann da tiefer einsteigen möchte, hat man ja die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, das muss jetzt nicht der Audiowalk schaffen. So war mein Gefühl. Es gibt halt, glaube ich, auch ganz viele Wege, so effizientere Wege, auch Energie zu ernten. Ich glaube, der Körper ist nicht sonderlich, also ist nicht so eine sonderlich gute Erntequelle, um Energie zu erzeugen, wenn man es mal im Vergleich sieht zu Staubdämmen und sowas oder der Sonne halt. Also von daher, genau. Gibt es noch eine Frage? Also das ganze Projekt mit all seinen Teilprojekten, die wir jetzt hier so vorgestellt haben, drehen sich genau darum, um ein Bewusstmachen von Dingen, die wir alltäglich benutzen, die alle irgendwas brauchen, Energie brauchen oder irgendwie die uns transparent machen oder ne, also einfach dieses ganze Alltägliche und nicht, was wir gar nicht hinterfragen und wo wir auch den die Struktur gar nicht kennen, also von euch kennen es vielleicht viele, viele Strukturen, aber die meisten Menschen benutzen Geräte einfach so und wissen gar nicht, was da drin ist, wo die Geschichte, also wie die Geschichte ist, wer, wie viele Menschen ein Telefon in der Hand hatten vom Anfangspunkt der Produktion bis zum Verkauf. Das sind ja alles Sachen, die überhaupt gar keine Rolle mehr spielen und darum ging es eigentlich oder geht es immer noch. Oh, da. Ja. Dann kriegt es der Chat nicht mit. bei diesem, wie hieß es jetzt, Aerobics, glaube ich, genau, mit den unterschiedlichen Übungen,
haben das irgendwie Kinder und so auch mal gemacht? Weil ich glaube, für die, also ich denke mir das auch manchmal, wenn ich irgendwie durch die Fußgängerzone oder so gehe, dass es irgendwie schon ziemlich witzig ist manchmal, wenn jemand da mit seinem 17-Zoll-Tablet durch die Gegend läuft und irgendwie alles filmt, denke ich mir auch, okay, das, und also ich bin jetzt ja nicht so alt, dass das irgendwie komisch ist, aber wie ist das denn, also wie reagieren die denn da drauf? Weil ich musste jetzt eben auch einfach schmunzeln, weil das halt so eigentlich auch dieses ganze Smartphone-Nutzung und so auf diese banale, eigentlich total weirde Ebene hebt. Und wir hatten mal ein ähnliches Projekt im Zuge von Interface-Design. Also so, was ist eigentlich das Smartphone für ein Interface? Das ist eigentlich super langweilig und scheiße. Also man macht ja nicht viel damit. Man fasst es halt nur an und wischt. Es ist irgendwie auch ziemlich unhygienisch, wenn man drüber nachdenkt. Und also man fühlt ja irgendwie gar nicht so richtig was oder kann das so gut machen. Und was haben denn die Kinder dazu gesagt zum Beispiel? Ja, das warst du mal mit dabei oder wart ihr mal mit dabei? Ich war mit dabei, aber ich war nie mit Kindern tatsächlich dabei, sondern mit Rentnern. Und das war echt eine witzige Erfahrung, weil also die haben das halt so total nüchtern betrachtet. Die haben das gar nicht irgendwie als humorvoll oder sonstiges aufgefasst, sondern die haben das wirklich ganz nüchtern einfach komplett durchgezogen, jede einzelne Übung. Und die haben, was total spannend war, die haben dann wirklich auch so gesagt, ach, das ist dieses Swipen. Das ist aber schön, dass Sie mir das jetzt schon mal erklären. Ja, das so. War ein Lerneffekt total. Dahinter. Also, da, weiß nicht, der war, glaube ich, 80 oder so, keine Ahnung. Ja, das war fantastisch. Also, genau. Und als es dann zu den richtigen Endgeräten ging, gab es ja dann für uns auch so Überraschungen, dass sie dann zum Beispiel wirklich gar kein Tablet richtig bedienen konnten, weil eben diese Feuchtigkeit in der Haut fehlte und das dann nicht mehr leiten konnte. Konnten nur mit Holzgeräten arbeiten. Ja, aber mit Kindern habe ich jetzt tatsächlich... Ja, nee. Also es gibt zum Beispiel auch so interessante Synergieeffekte, zum Beispiel diese eine On-Off-Übung, dieses An- und Ausschalten, da ist in der Webversion ein Klicksound dahinter und wenn das halt 10 Leute machen in einem Raum, gibt es halt eine super coole Kulisse, das macht also klick. Und das sind total spannende Sachen, die du online oder wenn das über irgendein Remote funktioniert, das entsteht da halt nicht und dann machen das Leute nur daraus, weil dann sagt man zum Beispiel so, jetzt bitte ein Crescendo, alle ganz schnell drücken und so und es ist super. So. Warte, ich muss dir kurz das Mikro geben, sonst ist es doch Live-Action hier. Also ich fände es voll spannend, wenn ihr das mal irgendwie macht, weil ich irgendwie ganz oft jetzt auch irgendwie bei, keine Ahnung, 16-jähriger Cousin oder so und für den sind andere Dinge dann total natürlich, wo ich mir irgendwie auch so denke, okay, würde ich jetzt irgendwie nicht so machen oder so. Und gerade auch mit dem An-Aus. Also ich habe eine Freundin, die spielt ein Spiel, wo man eigentlich nur irgendwelche Quadrate antippen muss. Und das kann über, keine Ahnung, Stunden spielen. Und ich frage mich manchmal so, yo, was machst du da eigentlich? Und mich würde es mal interessieren, wie irgendwie halt junge Digital Natives das jetzt irgendwie sehen, wo ich ja auch selber eigentlich schon eine bin. So. Aber es gibt ja Abstufungen. Was ich halt auch festgestellt habe, bei jüngeren Kindern, die können das natürlich nicht artikulieren. Also, wenn du die fragst, was macht dir Spaß daran, so. Bei so älteren Menschen ist es sehr schwer, das wirklich rauszukriegen. So. Also die können schon sich artikulieren, aber die können nicht sagen, warum macht mir das jetzt Spaß? So. Das ist irgendein archaisches Ding, ich weiß nicht, Klick, es macht das, was ich will, keine Ahnung. So. Also es ist ganz seltsam. Also kannst ja mal das ausprobieren und Leuten zeigen und dann mal fragen, mal gucken, was passiert. So. Also ich finde, das ist auch gar nichts Neues. Also wenn man sich die alten Sachen anguckt, so Ping-Pong oder Tetris, das ist auch ganz simpel, aber irgendwie, ich spiele das immer noch manchmal. Also es gibt zum Beispiel auch eine Übung, die heißt Slider-Robics. Da ist ein Slider in der Mitte und die Übung ist ganz schnell sliden und wenn du halt eine gewisse Frequenz erreichst, dann wird Musik lauter. So. Und das ist super beknackt, weil dann halt Leute dastehen und halt 2 Minuten lang einfach nur swipen, so mit einem Slider. So. Das war's, so. Und das funktioniert aber so. Und das Gespräch danach ist das Spannende eigentlich. So. Also warum macht mir das jetzt Spaß? Und dann fängt man an, die Webseiten, die man anguckt, ganz anders zu betrachten. Und so, okay, ich swipe ja hier auch die ganze Zeit, aber hier kommt kein Sound. Dann gehe ich nur woanders hin. Nee, keine Ahnung. Genau. Gut.
Machen wir mal den Sack zu, oder? Dankeschön.